Verdammt, ich wollte gucken. Pyromantie-Flamme, Flamme. Angriffstyp Schlag. Das Flammenmedium der Pyromanten des großen Sumpfes. Pyromanten beschwören diese Flamme für verschiedene Feuerkünste. Für Pyromantie, Pyromantenflamme ausrüsten. Pyromantie mithilfe von Schrifträumen bei einem Leuchtfeuer einstimmen. Die meisten Pyromanten haben nur eine begrenzte Anzahl von Benutzungen. Ach so, warte mal. Da müssen wir uns jetzt. Ach, das ist dieser Scheiß mit dem Zauberer-Dingsens einstimmen. Moment, ich drücke hier immer die falschen Knöpfe. Einen kleinen Moment. So. Nein! So, und jetzt sollte er. Okay. Naja, jetzt haben wir ein bisschen Pyromantie, kann ja nicht schaden. Wäre ja auch einfach sowas wie einfach nur Licht gewesen, Feuerkugel, Blitzschweif, Eisenfleisch, Feuerball. Okay. Nun gut. Dann gehen wir gleich mal gucken. Ey, seht mal. Wenn das hier nicht noch Loot ist. Okay. Okay. Gut, ich dachte, weil hier ab und zu das Schnarchen war, ich wollte hier mal gucken. Aber es hat ja wohl nichts damit zu tun. So. Dann gehen wir mal in die Katakomben. So, lassen die uns nämlich in Ruhe, wenn wir jetzt hier schön lang stratzen. Schild rot-weiß. Ja, sagen wir nicht nein, würde ich sagen. Und hier runter. Okay, ich bin gespannt, was dieses neue Gebiet für uns bereithält. Auf geht's, ab geht's. Schild ist bereit. Okay. Die Schädel explodieren. Ja. Und das Skelett baut sich wieder selbst zusammen. Interessant. Alter! Nein. Okay, da hätten wir runtergekonnt. Dann gehen wir da gleich mal lang. Okay. Aber interessant. Scheint ein schwieriges Gebiet zu werden. Mit Skeletten, die sich immer wieder aufbauen. Ich bin überlegen, ob wir die vielleicht irgendwie umgehen können. Krähe. Wieso sind die Skelette eigentlich so verdammt wendig? Und ich habe übrigens
Ja, das hat jetzt zwar nichts mit den Skeletten zu tun, aber mit verdammt wendig. Weil es gibt ja in Bloodborne Gegner, die auch so verdammt wendig sind. Und ich habe jetzt schon Sachen aus Dark Souls 3 gesehen mit Gegnern, die so verdammt wendig sind. Ich mag diese verdammt wendigen Gegner nicht. Wenn die mir so schnell von A nach B springen, finde ich das immer sehr, sehr anstrengend, die denn auch irgendwie mal zu erwischen. Ich habe nichts dagegen, also wenn die Gegner groß und langsam sind, dafür aber Angriffe haben, die schweren Schaden machen, finde ich das besser, als wenn sie schnell sind. Okay. Und tschüss. Okay. Alter, was ist... Ah, der hat mich gestochen. Oh, Kacke. Soll das alles sein? Alter, ich bin die Treppe hochgegangen, das zählt nicht. Okay, ich habe hier unten jetzt nur Skelette gesehen, das heißt, ich versuche mal oben zu gucken, ob wir da irgendwo lang können. Auf die Seelen sei jetzt mal geschissen. Und das Katana, das ihr da übrigens gesehen habt, dafür müssen wir einen Händler töten. Der lässt das denn fallen. Da müssen wir nochmal gucken, ob ich es mir holen werde. Weiß ich jetzt noch nicht. Aber wenn, dann gucken wir mal, welchen Händler wir dafür beruhigt töten können, sage ich mal. Welchen wir nicht mehr brauchen. Und welcher sich auch in Ruhe töten lässt. Ich habe mal in einem anderen Spielstand den Dicken oben angegriffen und der hat Damage gemacht. Obwohl das ging eigentlich. Ich habe ihn fertig gemacht. Der andere Typ war schlimmer. Der Schwerttyp, der da einfach nur rumsitzt am Feuer direkt oben. Ey. Ja. Nein. Gib mir das Loot. Er will mir das Loot nicht geben. So eine Scheiße. Ah. Krummsäbel, naja, immerhin etwas. So, und nochmal. Runterspringen dürfen wir also auch nicht. Okay, dann bin ich langsam am Ende meines Wissens, dann müssen wir noch mal da hinten lang gehen und noch mal gucken. Das typische Dark Souls-Problem, dass man keine Ahnung hat, wo man eigentlich lang muss. Und ich kann euch sagen, dass es bei Dark Souls 2 sogar noch schlimmer wird, weil dann läuft man eine halbe Stunde im Kreis und fragt sich, ob das, was man macht, eigentlich richtig ist, um dann festzustellen, ja, es war richtig. Es wird spaßig. Aber nichtsdestotrotz ein ziemlich gutes Spiel immer noch auf seine Wahl, Art und Weise. Also man muss ab in den Tod. Geil. Also man muss die Spiele mögen, also auch das Spielprinzip, damit man daran Spaß hat. Ja, es klingt ganz komisch. Ich denke aber, ihr wisst, was ich, also man kann verstehen, was ich meine. Das Spiel ist halt auch nicht für jeden unbedingt das Wahre. Das kann ich auch schon sagen. Es gibt ja auch viele Leute, die es nicht mögen. Ist aber jedem seine Sache, sag ich. Man kann es ja mögen, muss es nicht mögen. Ich mag's. Es macht echt Spaß. Obwohl ich mir halt wünschen würde, dass die Story eben ein bisschen besser rüberkommt, ein bisschen besser erzählt wird. So ein bisschen Elder Scrolls mäßig.
die ihr bei uns übrigens, jedenfalls den fünften Teil momentan, Skyrim, sehen könnt. Auf unserem Kanal, gespielt vom guten Sock Madness. Okay, wartet. Lauf, lauf, lauf. Oh Mann. Oh, fuck it. Scheiße. Gut. Ich hoffe, dass hier unten war ein Nekromant, der die immer wiederbelebt hat. Alter. Oh, nice. Rasten wir kurz. Okay, betätigen wir Hebel. So, ich denke, oben ist jetzt die Tür offen. Wir gehen mal gucken. Und weiter geht's. Nice. Nicht so nice. Nicht so nice. Alter. Nein, tot. Lasst mich überlegen, wie wir es am besten machen. Wir müssen den hier oben töten und dann ziehe ich mit Pfeil und Bogen, glaube ich, einfach auf den Typen und sein Feuer rüber. So, du auch noch. So. Ich denke, damit laufen wir jetzt am besten. So, okay, ich weiß, es ist ein bisschen Billo vielleicht jetzt für den einen oder anderen, aber... effektiv. Dann geht uns... oh, nein, nein, nein. Der uns da hinten auf jeden Fall nicht mehr auf den Sack. Alter. Boah, Junge. Boah, knapp. So, also die Skelette, das muss man sagen, haben es echt in sich.